Jo, hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer TobiTV und willkommen zu einem, Unboxing. Und ich muss das Ganze mal ein bisschen in die Mitte räumen. Und zwar habe ich bei Zalando, habe ich gestern im Stream schon gesagt, ein paar Klamotten bestellt und ich würde sagen, ich, pack das Paketchen mal aus und ich hoffe meine Adresse, die ist hier gerade nicht zu sehen, wunderbar. Wie gesagt, ich pack das Paket jetzt mal aus, dann will ich die ganzen Sachen auch mal anprobieren und dann, könnt ihr einfach mal reinschreiben, was ihr davon haltet. So, Messer ist schon am Start. Oh, nicht zu doll mit dem Messer reinschneiden, weil da habe ich nicht so Bock drauf, dass das kaputt geht. Wie gesagt, sind nur Klamotten, nur ist relativ, ja moin. So, da wird schon fast in eine Sache reingegangen. So, da ist keine Adresse drauf, da muss ich natürlich immer gucken. So, ich lege das Messer mal an Seite und klammer das mal um. Und dann würde ich sagen, Rechnung an Seite packen. Und dann fangen wir einfach mit den Schuhen mal an. Und zwar, ich hoffe, man sieht es in das Timberland. Auf jeden Fall eine nice Sache. Ich würde sagen, ich packe die mal aus. Hatte ich einfach Bock drauf. Die sahen eigentlich recht nice aus, ne? So, ich halte das Ganze mal in die Kamera. Und ich muss sagen, die sehen in Natura meines Erachtens noch besser aus als im Internet. Ja, moin. Ah, auf jeden Fall schön Timberlands. Ich habe ja auch schon welche an. Hatte ich gar kein Video drüber gemacht. Ja, moin. Also wollte ich auch gewünscht gestern im Stream, ne, da ich da einfach mal ein Video drüber mache. So, holen wir den anderen noch raus. Ist der gleiche. So, dann können wir den Karton erstmal an die Seite packen. So, ich würde sagen, wir machen das teuerste zum Schluss. Und fangen jetzt mit einem Pulli an, den ich mir geholt habe. Zwar von Versace Jeans Couture, oder wie man das auch immer nennt, BV Versace. Fand ich eigentlich auch recht nice, muss ich sagen. Boah, Alter. Allein der Stoff schon, ne? Die Leute können ja immer viel sagen, alles teuer, Marke macht. Aber allein der Stoff ist schon mega geil. Und ich fand halt hier vorne drauf auch richtig nice. Wie gesagt, ich zeige euch gleich nochmal, wie das angezogen aussieht. Und das ist die Größe M. Und es hat so einen leichten Oversize-Schnitt. Sollte eigentlich passen, werden wir gleich auf jeden Fall mal gucken. So, kommen wir auch schon zur teuersten Sache. Und zwar eine Jacke von Diesel. Die fand ich mega nice. Ich trage ja gerne so auffällige Farben und was auch immer. Und ist dezent auffällig, würde ich mal sagen. So, ich tue mal den Karton an Seite. So, und das, die Jacke ist in Rot. Und Leute, sieht das nicht geil aus, Leute? Hier ist nur so ein Badge drauf. Von diese, ich weiß nicht, kann man es lesen? Ah, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall mega, mega dick ist eine Winterjacke. Mega dick. Material auch geil. So, ich würde sagen, ich ziehe das Ganze mal an und dann könnt ihr euch das angezogen ansehen. Ey, yo. Man muss sich auch mal gönnen. Oder so. Keine Ahnung. Aber ich gönne mir halt mal. Unboxing mit Track, ja moin. 6 Uhr morgens am Bahnhof und ich warte auf die Bahn. Wieder mal zu spät, warum läuft hier nichts nach Plan? Komm mal ange bis zur Arbeit. Echt kranker Schild, das hab ich einmal etwas satt. Was ist das für ein Mist? Yeah, Leben, Leben, Geld ausgeben, mein Leben ist perfekt. Bleib mir nicht auf weiten Sachen kleben. Mach ich einen Fehler, mach ich ihn mal wieder weg. Jeden Tag arbeiten für Money, du Bitch. Dezember, Digga, wo man fast einmal kriegt. Meine Work-Life-Balance ist oft nicht so tight. Für ein entspanntes Life bleibt mir oft keine Zeit. Aber trotzdem bin ich heute wieder für euch bereit. So Leute, und ich würde auch einfach mal sagen, das war's dann von dem kurzen Unboxing mit Track. Ja, hatte ich zwar gestern schon aufgenommen, also das Unboxing, habe aber leider nicht geschafft, das Video zu schneiden. Aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Wir sind fast bei den 600 Abonnenten. Lasst doch mal ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Aktiviert die Glocke. Und dann würde ich mal sagen, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal wieder. Euer TobiTV. Morgen. Was recht von dem Morgen? Ja, moin. Gleich kommt ein Stream. Könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Ich denke mal so gegen 21 Uhr. Bis gleich, Leute. Haut rein.